Die beiden Dreiecke T1 und T2 sind ähnlich. Der Umfang von T1 ist 125 Zentimeter und der Umfang von T2 ist 75 Zentimeter. Wenn die Länge einer Seite von T1 45 Zentimeter ist, wie lang ist dann die entsprechende Seite von T2 in Zentimetern? Hier sind die zwei Dreiecke T1 und T2. Wir wissen, dass das Verhältnis der Umfänge U1 und U2 gleich ist zu 125 geteilt durch 75. Diesen Bruch können wir durch 25 kürzen und finden somit als Ähnlichkeitsverhältnis 5 Drittel. Eine Seite von T1 ist bekannt, sie misst 45 Zentimeter. Wir suchen, wie viel Zentimeter die entsprechende Seite von T2 misst. Durch dieses Ähnlichkeitsverhältnis wissen wir, dass 5 Drittel mal S2 gleich S1, also 45 ist. Demzufolge gilt, S2 ist 45 mal 3 geteilt durch 5. 45 geteilt durch 5, das macht 9. Also bleibt noch 9 mal 3, das heißt 27. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also 27.